Wir haben Mädchenpower. Grüß Gott in Vorarlberg. Ich begrüße Sie bei Vorarlberg heute. Das sind unsere Themen. Zurück in die Zukunft. Gabriele Sprickler-Falschlunge ist wieder SPÖ-Chefin. Der neue Bildungscampus Nützinas bereitet Kindergartenkinder auf die Schule vor. In Ragal wird derzeit eine 232 Jahre alte Holzbrücke saniert. Und das Wetter bringt uns auch morgen wieder viel Sonne. Vorarlberg heute mit David Breznik. Gabriele Sprickler-Falschlunger soll es in der SPÖ jetzt also wieder richten. Sie ist heute auf dem Parteitag in Hohenems mit 71% zur Parteichefin gewählt worden. Und mit ihr soll jetzt wieder Ruhe in der Vorarlberger SPÖ einziehen. Gabriele Sprickler-Falschlunger hat ja schon Erfahrung mit dieser Funktion. Sie war schon einmal Parteivorsitzende. Die Siegerpose der neuen Parteivorsitzenden Gabi Sprickler-Falschlunger. Bis es soweit war, gab es aber von der Parteibasis doch wiederholt deftige Unmutsäußerungen. Warum? Weil sich eine Gruppe um den Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch eine mediale Schlammschlacht mit Thomas Hopfner geliefert hatte. Wir sind zornig, wir sind entsetzt. Es ist beschämend. Es ist beschämend, weil es nicht um inhaltliche Grundsatzauseinandersetzungen geht, wie der Politologe Peter Pilsmeier gesagt hat, es geht nur um persönliche Befindlichkeiten. Persönliche Befindlichkeiten von Männern im besten Alter. Und noch einmal zwei Sozialdemokratinnen, auch aus Dornbirn, also wahrscheinlich nicht zufällig, die sich über den Stil bitterlich beschweren. In unseren Kreisen wird ein privater und persönlicher Krieg auf unserem Rücken ausgetragen. Die Konsequenz tragen wir. Anstatt dass wir unsere Augen, Ohren und unser Herz für die Nöte und Sorgen unserer Mitbürger öffnen, müssen wir alle hier das traurige Schauspiel der Eitelkeiten ertragen. Es fällt mir wirklich schwer. Zur Wahl um die Parteispitze wurden ursprünglich 5 Kandidatinnen nominiert. 2 haben heute zurückgezogen, macht noch 3. Das Ergebnis: Gabriele Sprickler-Falschlunger 71%, Thomas Hopfner 20%. Und Angelika Meyer hat 9% bekommen. Gräben zuschütten, der beflügelnde Satz bei ganz vielen Reden. Wie fangen Sie das an? Indem ich mit den einzelnen Personen rede. Also ich habe mit Thomas Hopfner gestern ein Gespräch, ein sehr gutes Gespräch über 1,5 Stunden geführt. Ich habe mit Martin Staudinger, Nachfolge etc. ein Gespräch geführt und ich habe auch mit Michi Ritsch ein Gespräch geführt. Also ich denke, jetzt muss man mal mit den Einzelnen reden und an die Vernunft appellieren und die existiert auch bei diesen Personen. Thomas Hopfner gibt sich als fairer Verlierer. Es gibt ja den Spruch, dass ein großer Sieg für den Charakter gefährlicher ist als eine Niederlage. Weiß gar nicht, ob das jetzt eine Niederlage ist. Es geht darum, dass man die Sachen jetzt ordnet und schaut, dass wir unsere Kraft und Energie auf Inhalte legen. Wir müssen schauen, dass wir unsere PS auf die Straße bringen. Das will die Bevölkerung. Und die Beschäftigungen mit uns selber, glaube ich, die können wir abschließen. Am Schluss gab es noch eine Ohrfeige der Delegierten. Sowohl Thomas Hopfner als auch Mentor Martin Staudinger wurden nicht zu stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Da war also einiges los beim SPÖ-Parteitag in Hohenems. Und bei der Veranstaltung hat es auch abseits der offiziellen Tagesordnung viel Redebedarf gegeben. Immerhin geht es jetzt ja darum, wieder etwas Ruhe in die Partei zu bringen. Und das dürfte nicht einfach werden, analysiert Bernhard Stadler. Das Match ist beendet, die Favoritin hat doch deutlich gewonnen. Gabi Sprickler-Falschlunger hat, wenn man so will, vor dem Parteitag schon ihre Hausaufgaben gemacht und mobilisiert. Das hat man den ganzen Landesparteitag über auch spüren können, Unterstützungsreden etc. Eine zweite politische Dimension tut sich auch auf.
Thomas Hopfner ist ja der Chef der vier Landtagsabgeordneten, der Clubobmann. Wird ihn dieses Ergebnis als Clubobmann nicht doch schwächen? Ich würde sagen, es dauert zumindest einige Zeit, bis er es überhaupt schafft, dort wieder gestärkt zu sein. Man darf gespannt sein, was da noch herauskommt. Ja, und ansonsten bleibt, die SPÖ ist bei 9,5% bei der letzten Landtagswahl gelegen. Kann man überhaupt noch tiefer sinken? Vorteil ist, die nächste Landtagswahl wird erst 2024 stattfinden. Da bleibt also noch einiges Zeit, damit die Wähler diese ganzen Querelen vergessen können. Ja, wir sind gespannt, ob die SPÖ dann wieder jubeln kann. Schon heute Grund zur Freude hat es auf jeden Fall in Nützidas gegeben. Dort ist der Bildungscampus Nützidas feierlich eröffnet worden. Dieser Campus soll allen Kindern in Nützidas und darüber hinaus helfen, ihre Bildungslaufbahn so gut wie möglich zu starten. Nach 3 Jahren Bauzeit und einer Investition von 20 Millionen Euro wurde der Bildungscampus Nützidas heute feierlich eröffnet. Die moderne Bildungseinrichtung soll für 3- bis 10-jährige Kinder den Übergang vom Kindergarten in die Volksschule möglichst einfach gestalten. Also eine Bildungseinrichtung ist natürlich ganz extrem wichtig für eine Gemeinde, gerade der Kindergarten und die Volksschule, die miteinander zusammengeführt wird. Und es ist schon ein gewaltiges Mammutprojekt für uns gewesen, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Erbaut in den frühen 60ern, weiß der damalige Architekt genau, was bei dieser Schul- und Kindergartenerneuerung heute wichtig ist. Ja, man muss die Freiräume halten, man muss die Natur hereinbringen und vor allem das Wasser hereinleiten. Das wären die wichtigen Dinge. Mitgestaltet haben alle Beteiligten diesen neuen Campus. Es wurde aus einer Gangschule eine Schule mit Clustern, mit Forum, mit offenen Klassenräumen, hellen, lichtdurchfluteten Räumen. Und es bereitet sehr viel Freude, durch dieses Gebäude zu gehen. Für uns hat sich alles verändert. Wir sind die letzten 3 Jahre immer Ausweichkindergarten gewesen und es war ein Containerkindergarten, sehr laut. Und jetzt ist es so, dass wir wunderbare Räume haben, ein tolles Raumkonzept. Und wie kommt es bei den Kindern an? Echt cool. Warum? Weil es so schön ist. Geht man dann lieber in die Schule? Ja, besser so. Ich finde es cool, dass sie es umgebaut haben. Es ist ja ein größerer Turnsaal. Man hat viel mehr Raum. Dahinter hat man auch den Hügel eingebaut. Ich finde, es ist alles besser, weil früher war es so ein bisschen bröckelig. Diese Zeiten sind endgültig vorbei und für die Kinder ist der Bildungscampus Nützidas jetzt ein spannender Platz. Vorarlberg wird noch die nächsten 10 Jahre mit einem Lehrermangel kämpfen müssen. Davon geht Gernot Brauchle, der Rektor der Pädagogischen Hochschule, im heutigen Samstag-Interview von Radio Vorarlberg aus. Dafür verantwortlich ist laut Brauchle die Demografie. Viele Lehrer aus geburtenstarken Jahrgängen gehen jetzt in Pension. Junge, die nachrücken könnten, stammen aus geburtenschwachen Jahrgängen. Ein 15-Jähriger mit einer Lego-Waffe hat gestern Nachmittag in Lindau einen Polizeigroßeinsatz ausgelöst. Ein Restaurantbesitzer sah den Jugendlichen mit einer Waffe in der Hand die Straße auf- und ablaufen. Mehrere Streifenwagen aus Lindau und Umgebung und die Bundespolizei rückten aus. Das Gewehr entpuppte sich dann aber als Waffe aus Legosteinen. Und wir schauen jetzt nach Hohenems. Da gibt es die Radetzkystraße und wenn Sie sich da ein bisschen auskennen, dann wissen Sie, diese Straße ist vor allem eines, laut und stark befahren. Das war aber nicht immer so. Anfang des 19. Jahrhunderts war die Untergass, so hieß die Radetzkystraße damals, eine Art Begegnungszone. Jüdische und christliche Familien lebten hier Tür an Tür. Und damit befasst sich jetzt eine neue Ausstellung des Jüdischen Museums. Nicht nur Menschen erzählen Geschichten, sondern auch Häuser. Hier in der einstigen Untergass hat der Hohenemser Fotograf Dietmar Walser im Auftrag des Museums ein Jahr lang jene Häuser porträtiert, in denen ab 1806 vorwiegend ärmere jüdische Familien gelebt haben. In der Untergasse hat es wirklich ein paar Relikte, kann man sagen, von alten Häusern. Also so richtig alt, schief und mit kräftig Patina. Also das sind richtig Häuser mit Charakter. Die fotografische Häuserporträtserie verknüpft Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Anekdoten und Illustrationen von Milan Löwy erzählen von einstigen Wohneigentümern. Hier hat 1813 Martin Hirschfeld von seinem Schwiegervater eine Hälfte des Hauses übertragen bekommen.
Und er selber hat am Anfang wahrscheinlich wie viele jüdische Bewohnerinnen und Bewohner dieser Gasse Hausiererhandel betrieben mit Textilwaren, hat aber sehr, sehr schnell ein breites Netz aufgebaut, wahrscheinlich bis rüber in die Schweiz und sogar bis in die Levante. Die Nachkommen haben schließlich ihren Teil des Hauses an das Ehepaar Rosenthal verkauft, das die Gebäudeteile zur Villa zusammenführte. Auf dem Grundstück daneben soll unter anderem das neue Rathaus gebaut werden. Die künftige Aufwertung des Viertels wirft aber auch soziale Fragen auf. Und das Museum öffnet diesen sozialen Raum für eine notwendige Diskussion, weil dass die Stadt sich entwickelt, das ist gut, sie muss es. Und das bedeutet eben auch, dass das Zentrum größer wird, dass die Stadt städtischer wird. Aber es entstehen damit eben auch Probleme. Probleme wie höhere Miet- und Kaufpreise, über die öffentlich gesprochen werden sollte. Und so wartet am Ende der Ausstellung ein Raum der Zukunftsvisionen darauf, dass Gedanken der Ausstellungsbesucherinnen und Besucher formuliert werden. Die Pipeline zwischen Bregenz und Locher wird ab Montag wegen Bauarbeiten vorübergehend gesperrt. Die Pipeline wird nämlich verbreitert und der Radweg wird vom Gehweg baulich getrennt. Während des Umbaus müssen Fußgänger und Radfahrer zwischen Milli und Kaiserstrand auf die Landesstraße ausweichen. Die Bauarbeiten sollen im Mai nächsten Jahres abgeschlossen sein. Während der Bauarbeiten können Sie dafür zwischen Bregenzhaven und Locher-Hörbrands gratis mit dem Zug fahren. Und gebaut wird dieser Tage auch an der La Sanga-Brücke in Ragal. Diese Holzbrücke ist eine der ältesten Brücken des Landes und hat lange Zeit zu den wichtigsten Verbindungsbrücken zwischen Ragal und Marul gehört. Heute steht die La Sanga-Brücke unter Denkmalschutz und die Bergrettung Ragal schaut jetzt dazu, dass die 1789 erbaute Holzbrücke noch länger hält. In dieser wildromantischen Schlucht steht seit über 230 Jahren die La Sanga-Brücke. Sie ist eine der ältesten gedeckten Holzbrücken des Landes. Einst eine wichtige Verbindung zwischen Ragal und Marul ist die denkmalgeschützte Brücke heute ein beliebtes Wanderziel. Und das will instand gehalten werden. Und das letzte Mal haben wir sie entdeckt, 1991. Ja, und da bin ich schon dabei gewesen, also auch Initiator. Und in 21 Jahren bin ich 100 und ich hoffe, dass ich da nicht mehr zum Zug komme, jetzt da, bei der Brücke. Seit 7 Uhr früh sind die Kameraden der Ragaler Bergrettung hier bei der Arbeit. Und die ist ziemlich anstrengend. Es ist ganz wichtig, dass man sein altes Kulturdenkmal erhaltet. Es ist ganz toll aufgebaut mit Zimmermannsarbeiten. Und wir haben uns da zusammengetan, um die Brücke von der Bergrettung aus zum neu eindecken, dass sie wieder die nächsten paar Jahre wieder hebt. Wie schwierig oder wie anstrengend ist es, die Arbeit? Ja, es ist schon, es geht schon ein bisschen ins Kreuz. Die bucklige Arbeit. Und die Schindeln sind aus was gemacht? Aus Fichtenholz. Ja, man muss natürlich schon schauen, dass man richtig anfängt. Und dass wir tun jetzt da vierfach überdecken. Das heißt, wir haben eine 50 cm Schindler und das wird da viermal aufgeteilt. Und dann wird es natürlich dicht. Wissen Sie, wie viele Schindeln ihr jetzt da verarbeitet? Ja, das sind schon ein paar tausend Schindeln. Unser Projektleiter Engelbert hat gesagt, gestern haben wir gerade die 5000ste aufgehaut. Das neue Dach ist der erste Sanierungsschritt. Danach soll die ganze Brücke nach und nach restauriert werden. In der Fußball-Bundesliga hat es für Alltag heute nicht das befürchtete Negativerlebnis gegeben. Gegen Meister Salzburg schaffen die Alltacher nämlich daheim ein 1:1. Und damit haben die Alltacher auch einen neuen Bundesliga-Rekord der Bullen verhindert. Den 15. Salzburger Meisterschaftssieg in Folge ließ eine starke Alltacher Mannschaft eben nicht zu. Alltag versucht es gegen Salzburg mit 4 Innenverteidigern hinten drinnen, aber die Null hält nur bis zur 9. Minute. Okafor tankt sich durch und trifft auch. Es wird dann gleich Abseits angezeigt, aber eine Fehlentscheidung, denn Zwischenbrucker hebt das Abseits auf. Darum hätte Alltag-Goalie Timo Casali hier viel entschlossener agieren müssen. Der Videoassistent korrigiert und Salzburg führt mit 1:0.
Aber Altach schlägt rasch zurück. Ein herrlicher Angriff über Edokpolor und Tatarotti und der weit aufgerückte Zwischenbrugger mit dem 1:1. Riesenjubel in der Cashpoint Arena über einen wunderschönen Treffer, dem eine an sich missglückte Flanke vorausgeht, die aber Jan Zwischenbrugger ideal findet. Salzburgs spielerische Überlegenheit führt zu einem weiteren Treffer vor der Pause, der diesmal aber wirklich aus Abseitsposition erzielt wird und darum nicht zählt. 1:1 der Halbzeitstand in Altach. Nach einer guten Stunde Altach plötzlich mit der Führungschance. Bugda, Turnwald und wieder Bugda. Der 20-jährige Ungar entscheidet sich für einen Schuss, verzieht aber doch recht deutlich. In der Schlussphase macht Salzburg mächtig Druck. Altach wackelt, aber fällt nicht mehr. Okafor mit der letzten Chance im Spiel drüber. Altach schafft mit einer ganz starken Defensivleistung ein 1:1 und der überlegene Tabellenführer muss den ersten Punktverlust in dieser Saison hinnehmen. Und in der zweiten Liga hat der FC Dornbirn heute in Lafnitz federn lassen müssen und bleibt nach einer 0:2-Niederlage weiter in der Abstiegszone. Am anderen Ende der Tabelle Austria-Lustenau. Nach dem 6:0 Schützenfest daheim gegen Kapfenberg haben die Lustenauer jetzt schon 12 Punkte Vorsprung auf den ersten Konkurrenten mit Aufstiegsambitionen. Altach versucht es gegen Salzburg mit 4 Innenverteidigern hinten drinnen, aber die Null hält nur bis zur 9. Minute. Okafor tankt sich durch und trifft auch. Es wird dann gleich Abseits angezeigt, aber eine Fehlentscheidung, denn Zwischenbrugger hebt das Abseits auf. Darum hätte Altach-Goli Timo Casali hier viel entschlossener agieren müssen. Der Videoassistent korrigiert und Salzburg führt mit 1:0. Aber Altach schlägt rasch zurück. Ein herrlicher Angriff über Edokpolor und Tatarotti. In der zweiten Liga. Schon nach 30 Minuten ist Kapfenberg in Einzelteile zerlegt. Freistoß, Mohamed Cham und die Führung von Hugoné in der 11. Minute. Der Ball springt von der Stange zurück. Der Franzose muss nur noch mit dem Oberschenkel abstauben. Nur 2 Minuten später wird Teixeira im Strafraum klar gefoult. Den Rest erledigt Haris Tabakovic, souverän zum 2:0, Saisontreffer Nummer 14. Die Austria jetzt im Torrausch. Jeder Fehler der Steirer wird gnadenlos ausgenutzt. Traumpass von Cham auf Teixeira. Und der Franzose erwischt Goli Giuliani zwischen den Beinen zum 3:0. Brian Teixeiras erster Treffer für die Austria mit Topnoten auch beim Torjubel. Dann wieder U21-Nationalspieler Cham auf Gmeiner und Tabakovic mit seinem zweiten Tor zum 4:0. Die beste Offensive der Liga hat mitunter auch leichtes Spiel. Und die erste halbe Stunde ist noch nicht um. Da bedient der überragende Cham wieder Tabakovic. 5:0. Trippelpack für den Schweizer, der die Torschützenliste nun mit 16 Treffern nach nur 11 Runden überlegen anführt. Die Performance in der ersten Halbzeit war überragend. Ich musste in der Halbzeit überhaupt nichts sagen. Nur, dass wir seriös weiterspielen wollen und den einen oder anderen Treffer noch erzielen möchten. Das hat die Mannschaft super umgesetzt und ich bin sehr stolz, was wir heute geboten haben. Nach der Pause schaltet die Austria einen Gang zurück, kommt aber noch zum 6:0 Kopfballtor von Brendan Bayer. Die Austria hält nun bei 30 Punkten und damit bei genauso vielen wie in der gesamten Vorsaison. Der FC Dornbirn gerät in Lafnitz schon in der 5. Minute nach einem Freistoß in Rückstand. Dornbirn-Goli Maximilian Lang macht dabei keine gute Figur. Der Kopfball-Aufsitzer von Stefan Gölles war haltbar. In der Nachspielzeit von Hälfte 1 kassieren die Dornbirner das 0:2, wieder nach einem Standard. Torschütze ist wieder Gölles und wieder schaut Lang gar nicht gut aus. In der Tabelle bleibt der FC damit Vorletzter. Und falls Sie sich ganz am Anfang gewundert haben und an ein Déjà-vu dachten, Sie haben recht, die Altacher sind uns da noch einmal kurz reingegrätscht. Entschuldigung uns dafür natürlich sehr herzlich. Auf jeden Fall sage ich jetzt danke fürs Einschalten und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.